Ihrer Gnaden, hier ist ein eiliger Brief für Sie. Wirf ihn in den Korb, ich lese ihn später. Hinten bitte kurz, oben nicht zu viel wegnehmen. Eins muss ich sagen, Courage hat er. Diese Aristos sind doch immer nur auf einen Lacher aus. Sind Sie der Comte Pomfrit? Oh, hallo. Tut mir leid, Sie in diesem Moment zu stören, Euer Gnaden. Macht nichts, das kann jedem von uns passieren. Ja, eine Prise? Danke, nein. Ich repräsentiere Lloyds in London und wollte fragen, ob Sie an einer Lebensversicherung interessiert sind. Nein, danke, heute nicht. Eine gute Police, Euer Gnaden. Sie umfasst Tod durch Ertrinken, Erschießen, Erstechen, Vergiften, Hängen. Auch Köpfen? Noch nicht, wir können nicht zu viele Risiken eingehen. Was ist denn hier los? Was suchen Sie hier? Sie können doch den Lauf der Gerechtigkeit nicht aufhalten. Ich versuche ja nur, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Lebensunterhalt? Sind Sie voll versichert? Ja, ich hoffe doch. Kommen Sie runter hier. Los, allee, allee. Tut mir schrecklich leid, dass Sie warten mussten, Euer Gnaden. Sowas wäre unter einem royalistischen Regime nicht passiert. Nicht nötig, einen politischen Streit daraus zu machen. Los, Malabons. Also, was ist denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Heute früh hat's noch funktioniert. Entschuldigen Sie bitte, aber hat sich der Strick da oben nicht verheddert? Nein, hat er nicht und Sie haben sich da nicht einzumischen. Ich wollte doch nur helfen. Wir kommen mühelos allein zurecht. Dankeschön. Dann beeilen Sie sich. Mein Genick fängt an, schrecklich weh zu tun in dieser Lage. Ich kann Ihnen nur versichern, wenn alles hier wieder voll funktionsfähig ist, werden Sie es als Erster merken. Entschuldigung, ich kann mir denken, warum es geklemmt hat. Was verstehen Sie davon? Viel. Zieht das Bein los. Tut mir leid, Euer Gnaden, aber würden Sie mal aufstehen? Also wirklich, gerade wo ich mich dran gewöhnt habe. Aha, dachte ich doch. Wer hat das hergestellt? Ich allein. Ich habe den Entwurf natürlich gebilligt. Ja, gute Arbeit war das aber nicht, mein Bester. Eine der Schienen hat einen Knick. Das war der Grund. Sie haben einen Knick in der Schiene. Lassen Sie die Frechheiten. Sehen Sie selber nach. Ich sehe keinen Knick. Doch, da ist einer. So funktioniert das nicht. Sicher funktioniert es, nicht wahr, Malabons? Natürlich, natürlich. Wollen wir wetten? Ja, um 100 Franc. Ist angenommen. Gut. Wir zeigen es ihm, nicht wahr, Malabons? Ja, klar, wir zeigen es ihm. Ja, ja. Mon Dieu. Okay. Ich schulde Ihnen 100 Franc. Was habe ich getan? Ist ein Arzt anwesend?